Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gut Günstig Gaming auf meinem Kanal mit eurem Brocken. Heute machen wir was sehr Beliebtes, was schnell geht und was auch wirklich günstig ist. Und zwar machen wir einfach mal Thüringer Mettbrötchen. Was brauchen wir dazu? Ganz einfach natürlich Brötchen. Dann habe ich hier einmal Zwiebeln. Dann habe ich hier Salz ganz normal. Ein bisschen Pfeffer. Margarine noch ganz dünn fürs Brot und das Thüringer Mett direkt. Wir sind hier beim Preis von ungefähr, je nachdem, wo man es kauft, wenn man es jetzt fertig kauft, also nicht beim Schlachter direkt kauft und die Brötchen jetzt nicht beim Bäcker kauft, bei 1,80 Euro. Ansonsten sind wir ein bisschen teurer. Ich habe das jetzt, wie gesagt, wir sind bei 1,80 Euro. Wenn ihr es jetzt zum Beispiel beim Lidl, beim Aldi die normalen Brötchen kauft, ich habe jetzt ungefähr hier bei 2,50 pro Person im Schnitt, ansonsten bei 1,80 Euro. So, Mettbrötchen, wie gesagt, ich mache die nicht gerne mit Maggi. Ne, jeder mag das ein bisschen unterschiedlich, da gibt es unterschiedliche Varianten. Als allererstes natürlich ganz klar, wir nehmen einmal die Zwiebel hier und schneiden die einmal wieder in der Mitte hier. Halbieren wir die und sorgen dafür, dass uns die Schale auf jeden Fall nicht hier an der Zwiebel haftet, sondern machen diese einmal wieder komplett weg. Und wie gesagt, Mettbrötchen geht ja immer, egal ob man frühstückt, ob man zum Mittag isst, ob man zum Abendbrot isst oder sonst wann. Ne? Das ersetzt sogar den besten Kuchen zum Mittag, ersetzt sogar einfach das Mettbrötchen, meine lieben Freunde. Ne? So, dann nehmen wir das einfach hier einmal. Jetzt haben wir die Zwiebel von der Schale befreit, schneiden wieder am Ende den Strunk einmal ab, machen den komplett weg, hier ebenfalls einmal gucken, den Strunk hier ab und den Strunk ebenfalls da weg. So, die Zwiebel schneiden wir schön dünn, aber die brauchen wir nicht kleiner schneiden, sondern wir lassen die in diesen halben Ringen, wie wir sie jetzt hier haben, denn wir möchten ja auch, während wir auf das Mettbrötchen beißen, die Zwiebel auch schön schmecken. Das ist hier ganz wichtig. Ich habe jetzt hier einkalkuliert, bei dem Preis von, wie gesagt, ungefähr so 1,80 Euro pro Person, habe ich jetzt gesagt, ungefähr 3 Brötchen. Ne? Je nachdem, vielleicht ist der eine mehr, der eine vielleicht nur ein Brötchen erstmal oder 2 Brötchen. Ne? So, die Zwiebeln sind geschnitten. Danach einmal hier das Brötchen. Na, das ist mir voll verrutscht. So, dann halbieren wir einmal das Brötchen, machen das Ganze einmal auf. Nehmen dann einmal so ein bisschen Margarine, mache ich halt immer drauf, ist Geschmackssache, müsst ihr nicht machen. Na, ihr könnt auch sagen, ich mag da keine Margarine drauf. Wie gesagt, ich kenne Leute, die machen da Maggi drauf, die anderen sagen, boah, nee, Maggi mag ich gar nicht. Ne? So, ganz einfache Handhabe, wir nehmen einfach dann hier eine schöne Portion, einmal schönes Mett, ne? Thüringer Mett, was gibt es Schöneres, wenn wir das einfach hier einmal schön aufs Brötchen verteilen. Ich habe jetzt hier 300 Gramm genommen für ungefähr 6 Brötchen. Ne? Da könnt ihr, je nachdem, wie dick oder dünn ihr das Ganze mögt, natürlich einfach variieren. Ne? So, einmal schön das ganze Mett hier drauf verteilen. Das ist schön wichtig. So, jetzt sieht das schon sehr ansehnlich aus. Jetzt, ob ihr da mehr oder weniger Mett drauf macht, könnt ihr dann selber entscheiden. So, einmal bis eine kleine Prise Salz. Schön drüber verstreuen, so, den weg. So, ein bisschen Pfeffer. Ne, da könnt ihr, je nachdem, wie viel ihr da mögt, einfach drauf machen, ne, ob ihr da mehr oder weniger Pfeffer mögt. Ansonsten immer so ein bisschen Prise drauf. Dann nehmen wir hier einfach mal so von diesen Ringen, nehmen wir einfach ein paar schöne Zwiebelstückchen. Einfach schön hier drauf machen auf das Mettbrötchen. Easy. Geht schnell, ist einfach mega lecker. Also ich kenne keinen, muss ich ganz ehrlich gestehen, der keine Mettbrötchen macht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aus meinem Freundeskreis, wenn ich sage, Leute, wollen wir einen Thüringer Mett kaufen, wollen wir Mettbrötchen essen, die sind alle heiß drauf. Ne? Einfach so ein bisschen drücken, dann ist die Zwiebel auch da drauf. Ja, und dann nehmen wir mal hier eine Probe. Ja, was soll ich sagen? Einfach geil. Einfach nur geil, Leute. Ja, ne? So einfach. Einfach wirklich ein bisschen Zwiebel schneiden. Vielleicht eine Zwiebel, zwei Zwiebeln. Vielleicht macht ihr Knoblauch drauf. Vielleicht macht ihr Maggi drauf. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr eure
Mettbrötchen selber wird. Vielleicht sagt ihr, ich mache da Maggi drauf, ich mache da Knoblauch drauf, vielleicht macht ihr noch andere Sachen drauf, an die ich gar nicht gedacht habe. Ich kenne das einfach so klassisch. Salz, Pfeffer und eine Zwiebel. Na, meine lieben Freunde, ne? Diesmal wirklich was Schnelles, auch nichts Warmes. Wir haben draußen gerade über 30 Grad, es ist sehr heiß. Vielleicht hat man doch gar keinen Hunger, immer was Warmes zu essen. Dann sagt sich einfach, boah, eine schnelle Mahlzeit soll es einfach auch mal sein. Und da finde ich, sind doch Mettbrötchen einfach was Geiles. Einkaufen, zack. Und dann kann man die einfach mal während das Zocken schön snacken. Und hat einfach wirklich was Leckeres. Auf jeden Fall, wenn die heutige Folge gut, günstig, Gaming euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt gerne was dazu in die Kommentare. Wie findet ihr Mettbrötchen allgemein? Wie war die Folge? Freut es euch einfach mal Mettbrötchen zu sehen? Und ihr sagt, boah, Mettbrötchen. Und ich muss dabei sammeln. Oder sagt ihr eher Mettbrötchen, ich muss kotzen. Naja, gibt ja viele Varianten, auf jeden Fall. Und dann schreibt mir auf jeden Fall noch in die Kommentare natürlich, wie esst ihr euer Mettbrötchen, was macht ihr da drauf? Würde mich einfach nochmal interessieren, esst ihr es so wie ich? Oder habt ihr da andere Varianten auf jeden Fall? Ansonsten, wie gesagt, sehr gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und guten Hunger. Lasst euch die Mettbrötchen schmecken, meine Freunde. Ich bin raus, haut da rein, euer Brocken.